Berlin war in der NS-Zeit, also von 1933 bis 1945, Reichshauptstadt. Hier wurden Krieg und Vernichtung geplant. Und hier wurden einzigartige Verbrechen in Gang gesetzt. Daran erinnern zahlreiche Gedenkstätten, die Topographie des Terrors oder auch das Haus der Wannsee-Konferenz zum Beispiel. Ich habe mich immer für das Mahnmal für die ermordeten Jüdinnen und Juden Europas eingesetzt, ebenso für den Gedenkstein für Verfolgte, Lesben und Schwule. In Kürze wird im Tiergarten ein Gedenkort für die Verfolgten und ermordeten Sinti und Roma hinzukommen. Auch das ist wichtig. Bei alledem geht es nicht darum, dass Nachgeborene Schuld empfinden. Nein, es geht darum, dass wir ein Gefühl von Verantwortung entwickeln. Der Literatur-Nobelpreisträger und KZ-Überlebende Imre Kertész hat das vor kurzem in folgende Worte gefasst: Vor dem Holocaust war der Holocaust undenkbar. Wir haben den Holocaust erlebt und wissen nun, dass vor dem Undenkbare kann wieder geschehen. Damit genau das nicht wieder passiert, dafür brauchen wir Gedenkorte und sie mahnen uns für die Zukunft.